Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's wieder, euer Showtime und wir sind zurück bei Minecraft und ja, wir probieren hier hinten gerade so ein bisschen den Kram hier einschmelzen zu lassen und das geht, ja es geht, aber mehr schlecht als recht irgendwie, Automatisierung schwierig, wobei wir könnten da mal was testen, wir haben ja einen Haufen Kisten, Kiste, nein, Truhe, Entschuldigung, Truhe, nehmen wir uns einfach mal. Ich würde so eine kleine reichen. Ja, so eine kleine. Nein, komm, wir nehmen eine silberne. Eine Eistruhe, meine ich. So, zack. Und ein Cablegen-Item, genau. Zack, zack. Weil eigentlich. Ne, müssen wir so machen. Okay, dann. So. Und du bist ein Import. Und du bist ein Extrahieren und zwar immer. So. Und ich hoffe, dass das dann jetzt ordentlich funktioniert. Okay. Er rüttelt voll. Ich hoffe, er macht das jetzt sachte, dass das hier auch ordentlich funktionieren kann. Und dann sagen wir hier aber wieder immer aktiv. So. Wenn denn dann das Zeug auch unten ankommt. Gut, wir müssen auf jeden Fall mal kurz in den Nether, hatten wir gesagt. Erstmal ein Brötchen. So, dann schmeißen wir mal den Kram hier weg. Zack, zack und zack. Das brauchen wir auch nicht mehr, das kann auch weg. So, was brauchen wir, wenn wir jetzt in den Nether gehen? Irgendwas wollte ich immer mitnehmen und irgendwas habe ich immer wieder vergessen. Und wahrscheinlich wird es auch dieses Mal so laufen, dass ich es wieder vergessen werde. Der hier heizt sich langsam auf. Das finde ich toll. Aber es wird hier auch massiv weniger. Ja. Ist hier noch... Oh, ist auch komplett alle mittlerweile. Naja, das ist dann vielleicht so peu à peu. Vielleicht... Ja, ich weiß nicht, ob es noch eine andere Variante gibt. Ja, der schmeißt immer raus, wenn er kann. Setzlinge haben wir noch von irgendwas anderem viele? Nee. Ja, man könnte sich natürlich überlegen, noch eine Baumfarm anzuschmeißen, um noch mehr Kohle zu produzieren und noch mehr Saplinge zu haben. Aber all das nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal in den Nether. Und zwar eigentlich nur, um Chunks zu aktivieren. Weil die Lava kommt nicht und das ist blöd. Wir hätten vielleicht einen Stack Steine mitnehmen sollen. Das wäre noch eine Idee gewesen. Genau, ich wollte immer die Tür mitnehmen. Das war's. Mal gucken, wie viele Gas uns heute begegnen. Okay, erstmal gehen wir da hinten hin. Weil da steht unsere Pumpe. Ja, hier sehen wir es schon. Da wird der Chunk nicht mehr geladen. Steht unsere Pumpe hier unten drin, ernsthaft? Hast du einen Chunkloader, einen eigenen? Okay, die macht hier gar nicht... Ah, einen Eimer. Habe ich einen Eimer dabei? Ja, ich habe Eimer dabei. Sehr gut. So, dann kommen wir her und dann bauen wir den Kram hier mal schnell ab. Zack, zack. So, und wahrscheinlich hat, auch unser anderes Gedöns da hinten nicht mehr weitergemacht, weil entsprechend der Chunk nicht geladen ist, da wobei Chunklauer da steht. So. Bauen wir das hier hin? Ja, können wir eigentlich machen, ne? Können wir eigentlich machen. So. Wo denn? Wo ist der Drecksack? Ich rüste mich erstmal kurz aus. So, das heißt, das kann weg, das kann weg. Wir brauchen ihn, wir brauchen ihn. Das können wir direkt schon mal aufstellen. So. So. Dann Energiekabel, wir brauchen Flüssigkeitskabel. Und wir brauchen ihn. Man kann dahin. Flüssigkeit. Und die Energie. Zack. Nein, die Energie habe ich gesagt. So, das wäre dann das, das und das. Okay. Ach so, genau, richtig. Ich vergaß. So. Die müssten sich ja eigentlich miteinander austauschen. Ist das so? Wenn ich jetzt sage... Ich muss das so machen, ne? So,
Dann legt er gleich los. Okay. Was zur Hölle? Okay, der rödelt gleich. Der hat ja eigentlich einen Chunkloader. Sollte man meinen. Okay, das heißt, das haben wir erledigt. Dann gehen wir mal schnell zu unserem Spawner. Was ist denn da oben drauf? Ein Pferdchen. Ob der noch rödelt oder eben auch nicht mehr. Der hat eigentlich noch. Ach, der hat aber nichts mehr davon. Das verstehe ich allerdings nicht so richtig. Weil der produziert doch eigentlich... Kann man hier nicht ran? Wäre es nicht so gebaut, dass man da rankommt? Hier kann man ran. Der hat keine Essenz mehr. Das ist es. Okay, das verstehe jetzt mal einer. Ich war der Meinung, dass wir es eigentlich so gebaut hatten, dass die Essenz, die hier entsteht... Naja, gut. Alles, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir nehmen den mit und machen ihn nochmal voll. Und hier... Ja, hier... Wird hier Energie gerade verbraucht. Das Ding ist rammelvoll. Der produziert Energie ohne Ende. Ist egal. Können wir eigentlich so lassen, wie es ist? Wow. Das sieht ja toll aus. Na, ist egal. Ja, komm, das lassen wir so, wie es ist. Rein theoretisch müsste jetzt erstmal... Was ist mit dem hier eigentlich? 10. Hm. Ja, weiß ich nicht, wie sinnvoll der da überhaupt noch ist. Auf jeden Fall müssten wir jetzt wieder Lava zu Hause haben. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Können wir schon mal direkt gucken. Und dann zweigen wir uns wieder ein bisschen Essenz ab von unserem Spawner. Wobei wir dann wieder weniger Hexen haben, glaube ich. Ist aber nicht so schlimm. Da hatte ich übrigens auch mal noch eine Idee. Wow. Und zwar, hatte ich glaube ich auch sogar schon erzählt, hatte ich überlegt, ob wir nicht einen... Wo renne ich überhaupt hin? Ja, umständlicher geht es glaube ich kaum. Wie sieht es jetzt hier aus? Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ist das ein Bug, dass man das nicht einschmelzen kann? Oder ist der jetzt schon wieder überfordert, dass der einfach nicht voll sein darf? Nein. Das kann doch wohl nicht euer Ernst... Okay, der ist noch alles da. Verstehe es nicht. Okay, wir lassen es mal noch ein bisschen. Wir haben es ja jetzt aktuell nicht so eilig. Wir wollten ja hier in Anführungsstrichen nur diese Verbindung da machen. Wir können ja oben mal gucken. Und hier passiert aktuell gar nichts. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, aber Lava müsste da sein, ne? Die Quarry war auch wieder... Nicht die Quarry. Wie sage ich denn mal Quarry? Die Dings war auch wieder voll. Da ist auch wieder voll. Die rödeln. Okay. Okay. So, wie sieht's mit dir aus? Du bist äußerst langsam unterwegs. Klar, weil das Ding hier langsam ist ohne Ende. So, soll für den Moment dann auch erstmal reichen. Ah, ich bin voll. Hier ist kein Redstone drin, okay. So, und... Zack. Gut, dann nehmen wir dich da mal gerade raus. Du hast hier diesen, okay. Dann sagen wir mal... Unten ist nichts mehr. Wir geben nach links. Und du nimmst von rechts, das passt. Und dann müssten wir hier wieder sagen, nicht exportieren, weil die Schneebälle brauchen wir dann aktuell nicht. So. Und dann können wir das nämlich hier reinschmeißen. Oder? So, das wird dazu. Das kommt hier drüben hin. Okay, haben wir die leeren Teile noch auf Tasche? Das sind die leeren, die haben wir noch auf Tasche, sehr gut. Dann schmeißen wir die mal hier mit rein. Haben wir hier noch welche drin? Ne, haben wir nicht. Wir könnten aber tatsächlich noch mehr davon produzieren, dann haben wir es nämlich endlich. Oh, hier haben wir sogar noch ein bisschen was. Guck mal in der Schau. So, dann nehmen wir uns doch nochmal den Redstone raus und machen hier mal noch einen Schwung.
Zack. Silber brauchen wir an der Stelle erstmal nicht. Schneeball, Redstone, Salpeter und dann einen Stack hiervon. Pulverisiertes schillerndes Erz. Auch nicht schlecht, dass wir das auch noch hier auf Tasche haben. So, dann Feuer frei. So, Schneebälle. Ja, machen wir nochmal schnell. Dann haben wir es durch, dann haben wir vielleicht irgendwann auch mal einen Vorrat an dem Kram. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, mal kurz durchsortieren hier. Salpeter. Was wollten wir noch? Und ein paar von den Schneebällen. Die sind einfach ein bisschen voll aktuell. Achso, ich habe das gar nicht mitgenommen, was wir überhaupt brauchen. So. Und dieses Zack. Und Zack. Und wir brauchen schon wieder Schneebälle. Das mit den Schneebällen nervt tierisch. Kann ich nicht anders sagen. Weil man halt sofort voll ist, ne? Wir können mal das hier kurz rausschmeißen. Und uns nochmal Salpeter nehmen. Jetzt sind wir auch langsam wirklich am Limit, was Salpeter angeht. Schneebälle. Dann nehmen wir uns die hier mal noch mit. Zack und zack. Dann haben wir erstmal den Kram, den wir sogar noch... Was stimmt hier nicht? Zinn. Oh. Salpeter. Zinn. So. Dann sind wir sogar langsam so weit, dass wir den Kram weg haben. Okay. Das Vorproduzierte meine ich, den Kram hier. Und dann können wir da wirklich noch ein bisschen Redstone wieder durchlaufen lassen und wieder ein bisschen was davon produzieren. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele wir von dem Kryotherium noch brauchen, aber ich vermute mal eine ganze Menge. Weil wenn wir uns weiter dazu durchringen, entsprechend diese dicken Leitungen zu benutzen, naja, dann wisst ihr, was das heißt. So. Da haben wir nochmal Zinn, Salpeter. So. Und nochmal. Okay, damit hätten wir es. Zack. Ich muss mich daran erinnern, dass ich den Kram hier drin habe. Werde ich bestimmt. Okay, da ist sowas. Sehr schön, 9 Stück. Das heißt, die sind durchgelaufen. So. Das heißt, das läuft jetzt hier rein, ist quasi fast voll und wir brauchen jetzt diese Kryo... Quatsch. Doch. Diese leeren. So. Und dafür brauchten wir nämlich die und die müssen wir da voll mit Redstone laufen. Ich kriege ein zu viel. Okay. Okay, okay, okay. Alles nicht so wild. Dafür haben wir ja das Redstone. Und ich glaube, genau das war nämlich auch beim letzten Mal dieses Hin- und Her-Gemache. Oh, wie... Genau, ich wollte ja unbedingt noch diese Dinger hier bauen. Ist das immer noch nicht durch? Krass. Okay, das ist aber lange am Start. So, wir brauchen dann noch Silizium, muss auch noch durchlaufen. Ganz wichtige Kiste. Siliz. Wie heißt denn das andere? Wartet mal. Prozess. Nee, Quatsch. Prozess, so. Ich vergesse immer, wie das heißt. Da, gedrucktes. Okay, das heißt, wir hätten es finden müssen. Ich dachte, das hat vielleicht einen anderen Namen. Und wenn ich nach Silizium suche, finde ich es nicht. So. Okay. Da müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal kurz gucken. Silizium, da haben wir es. Das wird gedruckt mit der 19. Dann könnten wir es vielleicht mal kurz switchen. Oh, und ich habe mich wieder viel zu voll gemacht. Ah. Tausend und eine Sache. Tausend und eine Sache. So. Das hier ist ein Insert. Okay, der zwackt ab. Das ist gut. Das war so gewollt. Dann nehmen wir... Schmeißen das rein, nehmen das raus. Genauso wie das, 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 das und das. Das heißt, der hier macht noch zu Ende. Ist schon durch. Die 19 haben wir gesagt. Zack und zack. Und dann müssen diese Dinger nämlich von oben kommen, wenn mich nicht alles täuscht. War doch so, ne? Oder?
Prozess. Ich müsste vielleicht auch hier von den Dingern mal neue bauen. Ja, genau, die kommen von oben. Mit der Redstone unten das andere Zeug. So. Okay, der Kram läuft durch. Ein bisschen Zeit wird es wohl noch dauern. Ich weiß nicht, ob wir mit denen... Prozessoren, die wir da haben, wo wir da großartig weit kommen mit 41, bin ich mir ehrlich gesagt unschlüssig. Man könnte versuchen, jetzt noch eine Platte schnell herzustellen. Aber ob das so von Erfolg gekrönt sein wird, ich wage es zu bezweifeln. Das kann hier rein. Wir können ja mal kurz gucken. Hießen die Prozessoren? Nee, wie hießen die denn? ME-Sys hießen sie auch nicht, aber da finden wir sie wenigstens. Speicherzellen, natürlich. Okay, wir brauchen eine davon. Das heißt, wir brauchen drei davon. Das heißt, wir brauchen 9 davon. Das wiederum bedeutet, wir brauchen 27 von denen. Okay, die sind nämlich mit Gold. Zack. Und wir kriegen... Jawohl! Wir könnten sogar noch mehr machen, sehe ich gerade. Reiner Zertusquarzkristall. Ich erinnere mich, da hatten wir noch so ein. Ja, reiner Zertusquarzkristall. Okay, du wurdest hergestellt. Wirf ein Zertusquarzkeim gemacht aus Zertusquarzstaub und Sand in eine Pfütze. Okay, haben wir noch Zertusquarzstaub? Zertus. Quatsch, was mache ich denn? So. Zertus, Quarzstaub. Oh ja, da haben wir sogar noch einiges. Und Sand. Wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6, 7. Wobei, eigentlich kann ich das ja auch so machen, dass ich sage, hier komm. Und Sand. Genau. So, und dann mache ich mir einfach mal stackweise. Quatsch, so genau nicht. Wartet mal, zack. Oh, sehr schön. So, dann machen wir nämlich mal hier ein paar draus. So, okay. Das heißt, wir können hier hinten die Energie mal wieder anschmeißen. Wo machen wir das? Das ist eigentlich egal, wo wir es machen. Wo haben wir es da? Ne, das bleibt schön hier. Zack, okay. So. Und dann machen wir... Cool. Der Kram läuft, okay, das ist schön. Das heißt, wir können... Na, wir können hier... schon mal weitermachen. Speicher. Die haben wir gemacht. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt diese hier. Ich gucke aber trotzdem sicherheitshalber wirklich von... Flüssigkeiten. Da. So, so, so. Zack. So viel wie geht. Okay. Und zurück. Dann können wir eigentlich jetzt direkt die herstellen. Können wir nicht. Ich komme hier aber auch jedes Mal durcheinander, ey. So. Zack. 4 Stück. Ja, viele sind es nicht. Aber es ist immer wieder eine Speicherzelle. So. Und die können wir jetzt wieder mit dazu packen. Sehr schön. Beruhigt ein wenig das Gewissen, aber es reicht halt bei weitem nicht. Jetzt können wir mal kurz nach dem Zertusquarzkristall gucken. Die haben noch zu tun, oder? Ja, da wird noch gedampft. Was können wir als nächstes noch machen? Das hier ist durchgelaufen soweit. Jetzt können wir mal hier hinten gucken, ob hier irgendwas passiert. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass hier noch großartig was passieren wird. Chris, schaut euch das an, wie viel da jetzt rausgekommen ist. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade, dass das nicht funktioniert hat. Warum auch immer. Okay, der Kram ist jetzt voll. Genau, wir müssen uns um diese anderen Geschichten kümmern.
das dürfen wir eigentlich nicht vergessen. Wir müssten mal gucken, dass wir diese Redstone-Käbelchen wieder bauen. Und dafür müssten wir das hier wieder rauspumpen. Ich kriege kein zu viel. Und da nehme ich kurz mal Redstone reinpumpen. Naja, das machen wir schon irgendwie so. Das heißt, wir können uns den hier hinten nehmen, den Kumpel. Weil hier wird eh nichts mehr passieren. Dann schauen wir nochmal kurz nach den Redstone-Kabeln. Wir gucken den richtigen Weg. Kryo. Das hier ist der leere. Dafür brauchen wir diesen. Und dafür brauchen wir diesen. Das hier ist gehärtetes Glas. Und das hier ist Elektrum. Geht da was? Da geht was. Und wir könnten auch direkt mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch was von denen haben. Redstone. Energieduct. Energieduct, sehr schön. Da sind sie nämlich schon. Ich mache mir mal ein... Sind das nicht dieselben? 25, 42, 2. 25, 3, okay. Leer. Ach, die sind gefüllt. Guck mal, einer Schau. Alles klar. So, das heißt, wir machen es hier mal noch so viel wie geht. Und diese hier müssten wir zu... Jetzt muss ich mal gucken, woran es hapert. Das können wir nämlich vielleicht schon direkt nochmal anschmeißen. Da. Woran hapert es hier? An dem Glas. Okay. Was für ein Glas haben wir denn hier? Gehärtetes, leuchtendes, Quarzglas, gehärtetes, leuchtendes, gehärtetes, Quarzglas. Okay, wartet. Gehärtetes Glas. Nein, das genau wollte ich nicht. Ich wollte das Gehärtete haben. Nee, leuchten muss es auch nicht sein. Da, gehärtetes Glas. Ah, ich erinnere mich, Obsidian und Blei. Das geht auch so. Okay. Das kriegen wir hin. Obsidian ist nach oben. Blei haben wir, weiß ich gar nicht, ob wir es nach oben haben. Ich nehme mal einen Schwung mit. Aber ich glaube, wir brauchen ja so viel von dem Obsidian-Pulver. War das nicht so? Da ein bisschen was ist auf jeden Fall noch am Start. Okay, machen wir mal so. Und hier sagen wir, ja, und dann sagen wir hier, na komm, so, dann müsste der das jetzt eigentlich hier voll machen, ne? Ja, macht er, okay, das heißt, das kann da rein, das kann da rein und wir produzieren Glas, sehr schön. Sehr schön, das ist gut, das können wir schon mal produzieren, während wir, und so. Dann machen wir das hier mal kurz weg. Stellen dafür das hin. Das ist das Kryotherium, genau. Und sagen hier, nein, sagen hier, nicht mehr nach links, sondern nach unten. So, okay, sehr gut. Okay. Hier könnten wir eigentlich die reinschmeißen, die wir schon... noch haben. Nee, können wir nicht. Haben wir nämlich nicht. Okay, vergesst es. Jetzt brauchen wir nämlich... Das Ding brauchen wir leer. Okay, das Ding brauchen wir noch leer. Das machen wir gerade schnell. Was ich alles immer schnell machen will. So, das ist Import. Wir könnten mal schauen, ob wir hier einen... Ex immer... Ohne Signal immer aktiv. Und dann... Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. Und hier machen wir wieder ein Insert dran. Ein Insert. Da kommt jetzt auch nicht rein. Okay, sehr gut. Dann machen wir das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, das funktioniert ohne Probleme, weil das koppelt sich ja jetzt hier. So. Da stellen wir jetzt das Redstone-Ding drauf. Zack. Und da müssen wir noch sagen, Export. So, extrahieren und immer aktiv. Das heißt, wir müssten jetzt hier rein theoretisch so und so genau Redstone kriegen. Sehr schön. Jetzt schmeißen wir die da rein. Und die Chose läuft. Sehr gut.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann sind wir eigentlich für diese Folge schon wieder am Ende. Wir haben schon wieder massiv Überlänge produziert. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Und das Ganze nur wegen dieser blöden Energieleitung. Und das, was ich eigentlich mit euch machen wollte, das haben wir noch nicht mal angefangen. Aber, naja. Judy, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Showtime. Tschüss.